Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, wir haben heute vor, uns auf den Weg nach Varys zu machen. Müsste hier sein. Und dann nochmal so, Varys. Hoppala, habe ich falsch geschrieben? Kann ich das... Ja, kann ich sogar noch ändern. Nice. Was wird mich das kosten? Ja. 575 Gold. Dann lassen wir das lieber. Dann schauen wir mal, wie wir den Weg dahin uns bahnen können. Wir sind ja hier. Wir müssen nach Osten. Ich würde sagen, bevor wir da die Reise antreten, speichern wir einmal hier. Und Osten, da lang. Dann gehen wir erstmal einfach dahin, spazieren wir mal dahin, in der Hoffnung, dass wir nicht aus der Map fallen. Und wer weiß, da es ja kein Schnee mehr rumliegt, vielleicht sehen wir auch eine Straße, die da, die quasi uns den Weg dahin zeigt. Und dass wir uns dann darauf bleiben können, sag ich jetzt mal, ohne aus der Map zu fallen. Denn das war echt herrlich so vor... Wie vielen Folgen war das jetzt so? Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr viele. Und da wusste ich nicht, ob ich eigentlich noch auf dem rechtmäßigen Weg bin oder nicht. Aber wir sind einfach aus der Map gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen, so vielleicht da rüber zu kommen. Wo ist denn der Tor? So, zoomen wir noch mal ein bisschen raus. Im Norden ist es nicht, also im Süden. Müssen wir da lang. Und ich hoffe wirklich, wir fallen nicht aus der Map. Ich hoffe das. Und wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwie ein paar interessante Sachen. Vielleicht noch ein Dungeon oder sowas auf dem Weg dahin. Oder ein paar mehr. Aber ich bin jetzt wirklich interessiert, können wir einfach so in den nächsten Gebiet, Zone, wie auch immer, laufen, ohne dass da irgendwie Probleme gibt oder sowas. Ohne irgendwie, keine Ahnung, dass das eine richtig Open World ist. Das weiß ich nämlich nicht. So, wie lang noch? Müsste schon da vorne sein. Was sagt denn die Uhr? 13 Uhr schon? Okay. Dann schauen wir mal. So ein bisschen schneller. Gibt es hier eine Straße? Es gibt hier natürlich keine Straße. Aber es sieht schon deutlich grüner aus auf jeden Fall als vor einigen Folgen noch. Hier war ja alles voll mit Schnee. Aber wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch eine Straße oder so. Wir müssen uns jetzt erstmal straight Richtung Osten halten. Und schauen wir mal, wo wir genau sind. Wenn ich hier geradeaus die ganze... The Old Masterham Palace. Okay, da bin ich gespannt, was da ist. Ich würde sagen, wir ziehen aber auch schon mal unsere Waffe. Ich weiß aber auch nicht, ob wir hier auch so random irgendwelche Gegner treffen, wenn wir halt nicht ruhen, rasten oder ähnliches. Aber auf welche Ausrüstung ich auf jeden Fall hinaus zielen will, ist tatsächlich hier die dädrische Rüstung. Die soll ja hier die beste sein, genauso wie dädrische Waffen. So. Aber worauf ich auch schon eigentlich mich freue, ist Redguard mal zu spielen. Soll ja... Ich glaube, das sollte ursprünglich sozusagen als zusätzliche Geschichte zu diesem Teil sein. Weil man dann quasi einmal hier aus der Perspektive der Rotbardone eine spezielle storybasierte Adventure
quasi erlebt. Und dann noch irgendwie Battlespire, dass es irgendwie in einer oder mehrere Ebenen von Oblivion ist. Aber Battlespire weiß ich nicht, ob das wirklich ein Story-Game ist. Oder einfach nur quasi so ein Dingens hier, dass man von einem Dungeon in den nächsten quasi einfach direkt los. Da bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Werden wir auf jeden Fall aber auch noch spielen, bevor es dann mit Morrowind weitergeht. Und Morrowind, da freue ich mich am meisten drauf, tatsächlich. Weil das ist... Ich glaube, das war tatsächlich das erste Elder Scrolls Spiel, womit ich in Verbindung kam. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war wirklich das erste. Aber auch wenn das... Ja, ich glaube, ich kam tatsächlich mit Elder Scrolls eher so 2008, 2009, vielleicht 2010 sogar in Verbindung. Da war Skyrim noch nicht draußen, aber ich meine tatsächlich... Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, wie das bei mir war. Weil das schon so viele Jahre her ist. Und ungefähr um diese Zeit, dann glaube ich, hatte ich Morrowind gespielt gehabt. Aber ich habe die Story nie in dem Spiel verfolgt gehabt damals. Ich weiß nur, dass es da irgendwie darum ging, hier, dass du auf der Insel Vardenfell so ein Nachfahre von dem Nerevarine bist. Das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, sage ich also so einige Jahre später. So da, worum es quasi von der Story her in Morrowind ging. Daggerfall und Arena hatte ich vorher noch nie was gehört gehabt. Erst quasi vor ein, zwei Jahren habe ich erfahren, dass es die Teile auch noch gibt. Und ja, vor einigen Jahren, also 10 Jahre sage ich jetzt mal, so wenn man zurückgeht, hatte ich gedacht gehabt, so, dass Skyrim tatsächlich sogar der erste Teil der Saga ist. Dass das Spiel einfach nur Skyrim hieß und dann irgendwann Skyrim 2 kommen würde. So dumm war ich vor 10 Jahren. Und dann erst über die Jahre hinweg habe ich dann auch mich mal informiert gehabt, so schlau gemacht, so, nee, Skyrim ist erst der 5. Ableger der Hauptreihe. Und danach kam dann, davor gab es ja noch Oblivion, Morrowind und so. Ich dachte früher, das waren wirklich eigenständige Spiele, die zu keiner Saga oder sowas gehört hatten. So, wie weit sind wir eigentlich vom nächsten Ort? Ah, sind schon gleich da. Müsste schon gleich da vorne sein. Aber Morrowind, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Können wir schon irgendwas sehen? Vielleicht nochmal ein Safe Game. Hier machen wir vielleicht Safe Game auf die 4 nochmal. Für den Fall sollten wir drauf gehen, runterfallen, wie auch immer. Aus der Map fallen. So, die Frage ist, was finden wir denn gleich da vorne? Genau. Worauf wir da ja zulaufen. Ich sehe noch nichts. Vielleicht müssen wir auch mehr Richtung diese Richtung gehen. Weil wir nicht genau Richtung Osten gelaufen sind, sondern eher so ein bisschen mehr Richtung Norden. Es hat aber auch irgendwie was, so Regen hier durch diese ganze Wildnis, sage ich jetzt mal. Ich hätte es gefeiert, wenn Arena schon so gewesen wäre. Muss ich auch sagen. So, ne? Ich muss V drücken, nicht M. Für Map. Wir sind immer noch nicht da, okay. Und ich drücke immer noch M für Map. Und nicht V. Das muss ich mich irgendwie noch dran gewöhnen, auf jeden Fall. Weil M ist Map, wenn du in einem Dungeon bist oder in einer Stadt oder Ortschaft. Und V ist quasi die große Map. Die Weltkarte. Habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Aber naja, kommt auch noch mit der Zeit. Ich will das jetzt auch erstmal vielleicht seit ein paar Tagen. Muss ja auch nebenher noch ein bisschen hier Raft oder Bioshock aufnehmen.
Und auch noch nebenher zusätzlich mein Best-of schon mal anfangen zu machen. Und dieses eine andere Projekt, was ich da zum Thema Videospielhistorie geplant habe, sind zu viele Projekte hier nebenher, die ich hier irgendwie gleichzeitig machen muss. Ich glaube, da vorne ist schon was. Ne, wir laufen schon nach Norden. Wir laufen falsch. Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Ja, wir sind noch im richtigen Pixel. Ich finde super, dass ich immer irgendwo falsch hinlaufe. Aber ich finde schade, dass jetzt auch erstmal keine Gegner kommen. Finde ich schade. Ich will auch irgendwie was zu tun haben. So. Kann man schon da hinten irgendwo was sehen? Einen Ort, eine Siedlung, irgendwie sowas in der Richtung? Was ist denn das eigentlich? Können wir das sammeln? Och. Aua. Okay, es gibt Gegner auch mal so. Aua. Okay. Ach, Sergeant. Krass. So, erstmal alles Loot mitnehmen. Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 4. Habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass wir auch mal so attackiert werden. Und vielleicht resten wir hier nochmal, bis vollständig geheilt. So, wer greift da an? Ach so. So, nice. Werboss Task. Nehmen wir erstmal auch alles mit. Ich hoffe, da hinten die Siedlung, die hier irgendwo sein muss, dass da möglich ist, irgendwas zu verkaufen. Wir müssten aber auch schon da sein. Es müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Irgendwo müssten wir den jetzt sehen können. Den Ort. Nicht, dass wir gleich dran vorbeilaufen oder so. Weil dann würde ich mir da schon gerne vielleicht ein Zimmer mieten, dass wir dort pennen können. Aber das fand ich jetzt echt interessant so. Ein Ork-Sergeant greift uns an. Kommt einfach so aus dem Nichts. Das finde ich geil. Dass man hier auch mal random irgendwen antrifft, die feindlich gesinnt sind. Aber ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas sehen. Bett haben wir es eigentlich schon. 17.17 Uhr. Boah, ich sehe echt gar nichts gerade. Ich erkenne nirgendwo ein Dorf oder so. Könnte da vielleicht was sein? Sind wir überhaupt noch im richtigen Pixel? Wir sind immer noch im richtigen Pixel. Ja, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung gerade. Vielleicht sind wir auch schon dran vorbeigelaufen, die weiß ich jetzt auch nicht. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen.
würde sagen, vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. So, hier nochmal. Und dann machen wir hier auch nochmal den. Wir werden auch sofort wieder. Ja. Wer greift an? Ach so. Ja, da habe ich kein Problem mit. So, wer will jetzt? Wer will jetzt Pflege? Mit den Fledermäusen nicht super. Nur doof, dass ich selten treffe. So. Oh, der Regen hat aufgehört. Und was sagt die Uhrzeit? 1 Uhr gleich. So. Aber ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Siedlung sein soll oder was auch immer das ist. Wir sind aber auch schon dran vorbei, okay. Ja, egal, dann gehen wir jetzt nochmal weiter Richtung Osten. Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Komm, wir können auch ein bisschen rennen. Nee, obwohl Rennen keine gute Idee, dann vielleicht fallen wir wieder aus der Map. Aber ich würde sagen, wir halten uns genau Richtung Osten. Und diesmal nicht aus Versehen so mal ein bisschen nach Norden oder ein bisschen nach Süden, sondern straight Richtung Osten. So. Wo kommen wir gleich an? Was ist denn eigentlich der nächste Ort hier? Was ist denn das? Daggerfall Longshire. Zählt das als Dungeon? Nö. Tempel auch nicht. Ah, das wäre ein Home gewesen. The Old Masterham Palace. Das zählt als Dorf. Okay. Das hier ist ein Dorf. Longshire. Da können wir hoffentlich was verkaufen. Können wir eigentlich den Mond sehen irgendwo? Irgendwo? Gibt es einen Mond? Nö, kein Mond. Das finde ich jetzt schade. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Ich finde es aber auch schade, dass wir hier jetzt irgendwie nicht nochmal skillen können oder so. Also, wir sind zumindest auf Level 3, aber das ist mir ein bisschen wenig. Hoppla, ich drücke E statt B. Ja, aber wir müssen auch schauen, wie wir hier noch ein bisschen weiter skillen können. So. Ich hoffe nur, wir treffen wieder kein Zombie oder sowas an. Oder irgendwas Untotes. Weil gegen Untote kommen wir mit den Waffen, die wir haben, nicht an. Die sind wirkungslos. Da brauchen wir wirklich schon. Ich glaube, hier gibt es auch Mithril-Waffen. Und ab mindestens ab Mithril, glaube ich, brauchen wir diese Dinger. Ansonsten würde ich sagen, weil das echt ein bisschen lange dauert. Longshire heißt es. Dann machen wir einfach Schnellreise nach Longshire. So. Ja. Kosten 5 Gold. So, Longshire erreicht. Komm, stecken wir die Waffe weg. Und hier funktioniert jetzt M. Da im Süden haben wir einen Laden. Ich hoffe, wir können da verkaufen.
Boah, die Musik, dieses Brrr, Brrr, das ist gerade sehr, sehr laut in meinen Ohren. So, was? Okay. Schönes Schild. Ein General Store. Ah, und hier haben wir ein Pferd. Naru? So. Ich hoffe, wir können hier alles verkaufen. Sell? Ja, immerhin die beiden. Ja, kriegen wir auf jeden Fall gut Geld dafür. Sonst haben wir hier nichts mehr. Okay, da geht's nicht raus. Hier geht's raus. So. Aha, und noch ein schwarzes Pferd. Nice. So. Dann schauen wir mal für die Schnellreise. Was gibt's denn hier so? Wir schauen uns mal nach Towns um. The Red and Dog Inn. The Howling Dagger Inn. The Pig and Scorpion Tavern. Ramon. Wo sind wir? Wir sind hier. Was sind das? The Pig and Rascal Tavern. Hatzing. Ripmore. Blackley Commons. Was sind das? Also das hier. Das ist nur Wasser. Boah, lass mal nach Süden gehen. Ich will das Meer sehen. Ich will das Wasser sehen hier. Warte, noch einmal schauen, wie weit sind wir eigentlich vom Wasser. Wir sind hier. Was sind das? The Silver Goat Inn. The Silver Goat Inn. So, da haben wir's. Ja. Würde sogar nichts kosten. Okay. Hier gibt es nur zwei Tavernen. Aber interessant. Jetzt will ich aber wissen, wie das mit dem Wasser hier aussieht. Also, doch, wir waren doch ganz am Anfang irgendwann mal am Wasser. Aber ich finde das echt geil, dass wir hier einfach so auch wirklich von Ort zu Ort rumlaufen können. Aber jetzt will ich wirklich zum Wasser. Und direkt danach machen wir mal eine Schnellreise hier irgendwo hin. So, The Queen's Goblin Lodge. Whole Market Commons. Na, wir schauen mal, ob wir zu... Der hier, Deer Park. Da müssen wir mal hin. Der scheint sehr, sehr nah an der Grenze zu sein. Vielleicht können wir einfach dann direkt von dem darüber. Das will ich gleich auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht machen wir... warte. Falsche Taste. So, hier nochmal ein Safe Game auf die 4. Weil wir sind ja momentan viel am Reisen. So. Mal schauen, wann wir am Wasser ankommen. Zählt eigentlich das Wasser hier als eigenes Gebiet? Nö. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen. Kirkbeth Hamlet. Whiteford. The White Goat Inn. The Green Woodchuck Lodge. The Crimson Scorpion Lodge und Kirkhead. Hier, die Inseln gibt es ja auch noch. Genau, hier gab es nichts. Sybiades, oder wie man es ausspricht. Den Weg müssen wir aber... Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch nach Vayrest schaffen. Aber erstmal wird das wahrscheinlich ein paar Folgen sein, wo wir durch die Welt reisen. Ich will auch nicht zu viel auf Schnellreise gehen. Aber wenn quasi die Wege einfach zu lang sind, dann machen wir halt Schnellreise. Dann, ja. Vor allem, wenn die Strecken dazwischen eher so
leer sind wie hier. Und wenn wir mal Glück haben, werden wir mal von einem Orksergeant angegriffen oder so. In Anführungszeichen Glück haben. Aber mir gefällt das auf jeden Fall. Klar, feindliche Angriffe, so Überraschungen, so hätte ich gerne ein bisschen öfter. Aber ich hätte es auch nicht so gerne, wenn ich hier dann am Ausruhen bin, am Warten, so, dass sie dann so spontan vorbeikommen, sondern eher, wenn ich am unterwegs bin und so, und dann so laufen die mir entgegen und dann greifen die an. Ich hätte hier aber auch gerne mehr Straßen. Mir juckt die Nase die ganze Zeit, weswegen ich wahrscheinlich mich so gerade so komisch anhöre. So, wie weit bin ich jetzt noch vom Wasser? Ah, noch ein bisschen. Diesen Pixel und den nächsten noch. Komm, wir rennen sogar. Da rennen wir sogar mal. So. Fragen wir auch, wie lange das dauert, bis wir beim Wasser da sind. Vielleicht ist das da schon da hinten, was man da am Horizont sieht. Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Ich will aber zumindest einfach mal kurz am Wasser mal gewesen sein. Das sieht aber auf jeden Fall danach aus, dass da schon Wasser ist. Vor allem, es geht jetzt auch ganz schön viel weit nach unten, bergab hier. Das ist definitiv Wasser. Oh, die haben keine Waffe ausgerüstet. Sehe ich gerade erst. Na komm, wir gehen da lang. Scheint irgendwie näher zu sein. Obwohl, ich bin jetzt nicht sicher, wo genau jetzt der nächste Weg ist zum Richtung Wasser. Aber ich finde es krass, dass man schon so weit sehen kann. Ah, da sieht schon nach Strand aus. Boah, was ich jetzt mal wissen will. Kann man hier nach Stross Mackay? Nee. Stross Mackay kann man nicht. Finde ich schade. Ich würde gerne tatsächlich hier Stross Mackay mal gesehen haben. Ja, aber immerhin können wir zur Alikir-Wüste. So, da vorne ist schon der Strand. Nice. So, wir sind am Wasser. Geil. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir sind am Wasser angekommen. Nice. Ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal kurz ein Safe Game. Auf die 4 nochmal. Und jetzt will ich mal was riskieren. Mal schauen. Können wir unter Wasser hier? Vielleicht finden wir da irgendwie was. Kann ich irgendwie tauchen? Nee, ist irgendwie eher so wie in Minecraft. Nee, ich kann nicht tauchen. Schade. Das finde ich jetzt echt schade. So, dann wollen wir jetzt nach... Wie hieß der Ort? Hier, der hier. Deerwalk. Deerwalk.
Dahin wollen wir schnell reisen. 55 Gold, ja, okay. Dann reisen wir mal dahin. So. Mal schauen. Oh, der hat sogar mehrere Läden hier. Und mehrere Tavernen. Was sagt denn die Uhr? Okay. Boah, ich feier gerade, wie die Musik hier klingt. Genau, da vorne müsste schon der erste Laden sein. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu verkaufen. Von 9 bis 20 Uhr. So, anderer Laden. War direkt daneben. Ich glaube, das da ist der andere. Nee, das ist das Falsche. Das ist nicht der Laden, das ist der. So, nice. Können wir ihm... Sell? Achso, ihm konnten wir ja so nichts verkaufen. Wir hatten ja schon ein bisschen was verkauft gehabt, was wir so einem Laden verkaufen konnten. Da ist der nächste. Auch ein General Store. Dann müssen wir erstmal vielleicht hier Richtung Süden. So, wo ist denn der nächste Laden? Müsste hier doch zu sehen sein, oder? Irgendwo ein Schild draußen? Noch so ein Laden? Nee, danke. Und Westen, ne? Vielleicht der hier oder der? Geh von aus, dass der hier. Oder auch nicht. Ne, wieder so ein Laden. Hat er nichts für... Also hat dieser Ort nichts für so Ausrüstung. Wir haben aber da im Osten, nordöstlich von hier, auch noch einen. Und ich hoffe, da können wir die Rüstungen, die wir auf Tasche haben, verkaufen. So, noch ein bisschen. Ja, Pferde haben wir hier jede Menge. So. Da vorne. Ich hoffe, das ist ein Rüstungsladen. Wo ist denn sein Eingang? Nee, ist ein Juwelier. Ja, okay. Können wir hier auch nicht verkaufen. Aber wir machen nochmal ein Safe Game. Und... Nee? Nee, falsche Taste. Wir sind hier ja schon an der Grenze. Und dann wollen wir es jetzt mal riskieren. Ins nächste Gebiet zu gehen. In der Hoffnung, dass wir nicht aus der Map fallen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das klappt wirklich. Ansonsten, wir haben ja hier ein Safe Game gemacht, dass wir nochmal zurückkommen können. Sollten wir aus der Map fallen. Obwohl, das sieht so aus, als wäre da hinten eine Grenze. Das war ein Ruckler, der mir Angst gemacht hat. So. Ich hoffe, das klappt. Obwohl, wir vielleicht... Wir haben die Grenze überquert. Belborn, Westdale Borough und The Fox and Scorpion Inn. Wir haben vorher noch hier Wickford Hall. Wo sind wir? Okay, ein kleines bisschen nach Norden. Aber
Es hat geklappt. Der Ruckler war einfach quasi. Wir haben die Grenze passiert. You are a common citizen. In the eye of the law of Shalgora, you are a common citizen. Okay. Hier sind wir noch ein ganz normaler Bürger, der noch keine Scheiße gebaut hat, weil ich mitten auf der Straße geschlafen habe. Wofür ich verhaftet wurde. Hier sind wir noch ein unbeschriebenes Blatt. Aber es hat funktioniert. Boah, wie nice. Also ist eine richtige Open World hier. Feier ich gerade total. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das durch die Unity Mod kommt oder vom Basisspiel auch so ist. Aber ich spiele das hier jetzt als Unity, deswegen gehe ich von aus, dass das so ganz normal ist. Oder, ne, nicht ganz normal, dass es vielleicht eher doch von der Unity kommt. So, wie weit noch? Bis zum nächsten Gebiet, beziehungsweise Stadt. Ja, ein Pixel nach rechts und nach Norden. Also müssen wir eigentlich eher so halten. So. Boah, ich verstehe aber auch nicht, warum meine Nase die ganze Zeit juckt. Kennt ihr das? Ihr habt manchmal so Tage, da juckt die Nase einfach ununterbrochen. Ihr kratzt dran und es hört einfach nicht auf. Boah, das ist richtig übel gerade bei mir. So, ich hoffe, wir erreichen die Siedlung gleich, ohne dran vorbeizulaufen. So. Ich glaube, da hinten können wir die schon sehen. Oder ich bilde es mir nur ein. Wäre auch möglich. Dass ich mir einfach nur einbilde. Ja, vom Springen her sehe ich das nicht. Nee, kann ich nicht sehen. So, wie weit noch? Oh. Erstmal vielleicht nur nach Norden. Mal schauen. Ich will da auf jeden Fall ankommen. Ich hoffe, ich sehe es. Ich hoffe, wir laufen nicht wirklich wieder dran vorbei oder so. Aber auch interessant, wie schnell die Ausdauer wir jetzt auch hier verbrauchen. Ah, das könnte eine Siedlung sein. Ich hoffe es zumindest, dass die das ist. Da hinten diese paar Pixel. Oder vielleicht auch nicht. So, wie weit bin ich? Wir sind schon auf dem richtigen Pixel. Das heißt, hier irgendwo in der Nähe muss es sein. Irgendwo hier müssen wir den Schuppen, die Ortschaft, das Dorf, was auch immer das ist, finden, sehen können. Und ich hoffe wirklich, dass wir nicht aus Versehen wieder dran vorbeilaufen.
Ist aber auch oft nicht so einfach quasi herauszufinden, wo das ist. Da finde ich tatsächlich, da haben die späteren Teile definitiv auch auf jeden Fall ordentlich nachgebessert. Ich finde es nur schade, dass bei Unity die Map nicht angepasst wurde. Ist da was? Nope. Na, jetzt ernsthaft, wo könnte das sein? Ich glaube, wir sind hier verloren. War da was? Habe ich was richtig gesehen oder? Ich hoffe, das ist es. Und ich sehe nichts. Aber die Ausdauer ist gleich weg. Und ich glaube, wir können es nicht. Jede Wette, wir sind schon lange dran vorbeigelaufen. Oder ist es hier den Hügelhang oder wie man es hier nennt? Hinab, keine Ahnung, kann auch sein. Das weiß ich nämlich nicht. Ist da hinten was? Okay, sind wir immer überhaupt noch im richtigen Pixel? Wir sind noch im richtigen Pixel. Das heißt, er muss hier noch sein. Wir sind nicht aus Versehen dran vorbeigelaufen oder so. Ich sehe es gar nicht. Ich würde sagen, wir machen das gleich so. Sollten wir gleich aus irgendwelchen Gründen dran vorbeigelaufen sein und aus dem Pixel weg sein, dann machen wir zur nächsten Stadt oder Dorf eine Schnellreise. Sind wir überhaupt noch im richtigen Pixel? Wir sind schon lange aus dem Pixel raus. Also es war irgendwo südlich von uns. Irgendwo da. Dann schauen wir uns mal, wo ist denn die nächste Stadt? Hier. Oder? Komm, wir reisen nach Cherich. Charige. So, schnell reisen dahin. Ja, 15 Gold, komm. So, das ist sogar eine richtige Stadt mit Mauer. Ah, das heißt, wir können hier wieder ordentlich was verkaufen. Nice. Und wir sind hier ja noch ein unbeschriebenes Blatt. Dann warte. Genau, da vorne, das müsste ein Laden sein. Da können wir da vielleicht ein bisschen was verkaufen. Vor allem ist es auch
spät genug. Nur für die Banken ist schon zu. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch bessere Preise. Für die ganzen Sachen hier. Okay. Wohl eher weniger. So, was sagt mein Ruf hier? Ein Common Citizen, immer noch. So. First Class Used Gear, okay. Da vorne haben wir aber irgendwo auch nochmal einen kleinen Laden, das da wahrscheinlich. Können aber auch trotzdem nochmal versuchen, in eine Bank zu gehen und da unser Geld einzuzahlen. Ist das schon richtig? Hier haben wir schon Einkaufsmeile. Ja, okay, da können wir erstmal nicht rein. Dann gehen wir mal in der Taverne, warten da ein paar Stunden. So. Guten Tag, ich hätte gern Zimmer. Ja, eine Nacht. 6 Goldstücke, dankeschön. So, dann. For a while, sagen wir mal. Wir haben es irgendwas mit 15 Uhr, 16 Uhr. Wenn wir jetzt. Ja, 14 Stunden pennen. Müsste doch reichen, ne? Müsste spät genug sein. Oder? Nee, noch nicht. Dann sagen wir hier nochmal 5 Stunden. For a while. 5 Stunden. Banken sind doch um 9 Uhr schon offen, oder nicht? Wo geht's hier nochmal raus? Guten Tag, liebe Dame. Was ich jetzt mal wissen will. Bei diesen netten Damen. So, okay, work. Nee, kann ich. Okay. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man da irgendwie so gewisse Leistungen so bekommen, sag ich jetzt mal. Fände ich auf jeden Fall lustig. So. Und wie sieht's hier aus? Banking? Ah, okay. Hier haben wir. Wir haben ein Daggerfall-Konto. Und unser Geld ist ein Daggerfall. Aber, also hier, in dem Gebiet. Aber hier. In Shalgora oder überall anders hier haben wir keine Konten, beziehungsweise haben wir schon Konten, aber das Geld, was wir hier in Daggerfall gesammelt haben oder aufs Konto gesetzt haben, haben wir überall anders nicht. Das heißt, wir haben nur das Geld, was wir selber auf Tasche haben, außer hier. Hier haben wir um die 7000 auf dem Konto. Ja, das wird noch super auf jeden Fall. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und vielleicht müssen wir uns auch wirklich ein Pferd zulegen oder so was. Dass wir dann immer. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Unser Geld da. Immer in einem Gebiet, das uns sehr gefällt. Hier bisher sind noch Dagger. Ja, Dagger voll, meine ich. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Dass wir in einem Gebiet immer unser Geld aufbewahren und dann immer wieder hin und her switchen, um das Geld dort aufzubewahren. Okay, kann ich nicht einfach so. Aber ist auch ein interessanter Ort. Was ist denn das? Was soll das heißen? Ist es das da? So. Die Magiergilde. Ah.
Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns weiter auf den Weg nach Varys. Und vielleicht reisen wir direkt dorthin. Dann geben wir halt die 500 Gold dafür aus. Und ja, ich bin's, euer Maxideus und ciao!